Andererseits, da waren ja grüne Punkte, vielleicht sind es bei den anderen eine rote. Und blaue, weiß man ja nicht. Ist ja alles möglich. Wir müssen immer noch in die Richtung. Bei Nacht. Na gut. Können wir doch die Nachtsicht mal benutzen? Ach, nee. Das ist ein Sturm. Alle Mann zuhören! Der Berg. Nein! Boah, leck mich am Sack, ich seh nix! Ich will nicht! Alle! Lass mich ein wenig schlafen! Sie haben morgen zu suchen! Diesen scheiß Oberst! Ja, genau! Was geht denn jetzt mit diesem Sandsturm ab? Scheiß Dreck. Wo ist all? Sitze ich hier mit den Bekloppten fest, ey. Ist ja geil. Was? Oh, guck mal auch nicht drauf hier auf den Tacho. Oh, was? Das auch an hier. Du Meister Töne. Ja, komm. Kann ich ja wohl pennen nehmen, ne? Scheiße. Also, im Prinzip hat er jetzt davon geredet, wenn ich das hier so richtig deute, ja, gibt den Leuten Macht, in dem Fall wahrscheinlich im Sinne von einer Pistole, von einer Waffe, irgendwas, und er wird zum Wilden und knallt halt alles nieder, was ihm nicht passt, so. Aber die Sache ist doch, ich meine, guck dir das doch an, der labert doch scheiße. Das ist doch, das ist doch kein Leben. Also, tut mir leid. Die werden hier von irgendwelchen Leuten verdroschen, obwohl sie nichts gemacht haben, weil der meint, ja, wenn er besoffen ist, schlägt er halt die Leute zusammen und weiß gar nicht warum. Ja, geil. Mach mal. Also, was soll das denn? Das hat doch nichts damit zu tun, dass er denen Leben gibt. Also, tut mir leid. Es. Komm, ey. So ein Affe. Ja, ich will eine Zivilisation aufbauen. Ja, geil. Aufgebaut auf Sklaven, du Depp. Ist eine gute Idee. Nee, ey. Ich meine, ja, er hat recht. So, wir sind gekommen und haben gleich gesagt, jo, wir hätten gern. Wenn du nicht gibst, nehmen wir es uns sowieso. So, übertragenen Sinne ist vielleicht kacke. Ja, ist schon richtig. Sache ist, gut, das ist jetzt, ist jetzt kein Argument, aber seine Leute haben zuerst geschossen. Die haben richtig drauf gehalten. Ne? Ist kein Argument zu sagen, ja, dann hauen wir euch auch auf die Fresse, ist dumm, ist kindisch, ist
geschissen, weiß ich. Aber die Sache, weil ich nicht so aus dem Fenster. Aber die Sache ist halt. Ist das ein Lüfter? Ich lenke mich total ab. Die Sache ist doch aber. So. Wenn ich sehe, was die jetzt dagegen machen. Wenn ich das von Jule so höre. Und dann die Scheiße in diesem Kackschiff da gerade sehe. Da, ja, da werde ich dich in Ruhe lassen, wenn du deine Zivilisation aufbauen kannst. Auf jeden Fall. Klar, kein Problem. Ich bin überzeugt davon, dass du eine gute Nation erschaffen wirst hier. Auf jeden Fall. Da bin ich total überzeugt von. So, weg. Denn ich hatte Expizelt hier. Wo kommen die eigentlich alle her, dauernd? Müssen die nicht auch irgendwann mal ausgestorben sein? Aber das wäre so eine Spezies, wo ich sagen würde, ja, die können wir ausrotten. Na? Ansonsten ausrotten scheiße, aber hier würde ich sagen, horisch ein rein, ey. So. Ich fahre jetzt gerade nur noch mal zurück. Ja, können wir auch umzudrücken. Ja, fahre ich jetzt eigentlich zurück? Ich wollte gerade sagen, um die Waffen zu wechseln, aber das haben wir ja eigentlich schon. Ja, ich habe keine Ahnung, aber jetzt bin ich gerade da. Da ist ja schon hier. Warum ist er eigentlich nicht dran? Heißt zu sagen, haben kein Treibstoff und nichts, aber Licht ist an. Ja, das ist ein Quatsch. Da geht doch die Batterie leer, Mensch. Ja. Ja. Also. Ach so, nee, ich wollte schlafen. Ha, das weiß ich wieder. Warte. Steig doch nicht da aus. Meine Fresse. Ah ja, das kleine Steinchen ist im Weg. Okay, ja, liegt ein Kiesel im Weg, ist in Ordnung. So, pass auf. Jetzt ist es wieder eine Werkbank. Du willst mich. Das ist doch verarsche, ey. Gut, da können wir nochmal gucken, wie die Bewaffnung so aussieht. Ja, Arsenal ist langsam. Ah ja, die Geil. Ja, die Gatling, geil. Ja, ich erinnere mich. Mensch. Ja, was machen wir? Die Sache ist. Kalaschnikow. Genauigkeit, Schussfolge. Okay, gut, das Ding ist wahrscheinlich genauer. Wenn ich das so sehe. Ja, wobei, muss eigentlich gar nicht so sein, ne? Ach, guck mal, ja, klar, bei der AK kannst du es draufpacken, bei der anderen nicht. Ist ja richtig. Also pass auf, Genauigkeit, Schuss. Mann. So, die Sache ist, die sind fast gleich mit der Genauigkeit. Da ist die Sache. Ach nee, warte mal, guck mal, die hat ja noch diesen besseren Schaft, ne? Wenn ich den jetzt abbaue, pass auf. Wenn ich den wegmache, packe ich den hier hin. Ja! Guck dir die Stabilität an. Da habe ich ja Scharfschützengewehr jetzt draus gebastelt, ey. Komm hier. Zack. Alles weg. Ich nehme die AK mit. Was soll denn das? So hier, pass auf. Ja. Großes Magazin, 30 Schuss. Nee, warte, das war's nicht. Ich wollte hier gucken. Standardlauf. Also das ist kurz. Das ist kurz ein Schalldämpfer, das ist Standard. Na gut, die macht am meisten Schaden. Ja gut, macht Sinn, da hat die Kugel ein bisschen mehr Zeit, noch ein bisschen Speed aufzubauen, ne? Weil das Gas vom Druck schießt er noch hinterher, da wird die Kugel schneller, das ist schon klar. Ja, dann machen wir hier. Scheiße. Weiß ich nicht. Kann man aus der was basteln? Ich mag diesen Griff, ich finde das geil. Ja, weiß ich nicht. 50 Schuss, das ist so krank. Ja. Arschot. Auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, die Arschot ist eigentlich geil. So, weil die macht ja. Das ist halt Schaden, das ist halt unfassbar. Macht die andere auch so Schaden eigentlich? Na gut, die Taumel hat ein besseres Magazin. Weniger Schussfolge ist klar, Genauigkeit Schaden. Ja. Die Sache ist, bei der Taumel hast du halt mehr Schuss.
Ich weiß auch immer noch nicht, warum das Taumler heißt, weil es ist eine Trommelschrotflinte. Ich verstehe es nicht. Ich meine, die taumeln ja auch nicht, wenn ich denen so eine Kugel in die Fresse schlage. Weil dann sind sie halt hin. Das verstehe ich nicht. 6 Schuss. Dieses Magazin bietet die beste Nachladegeschwindigkeit und Schussfolge, die man einen Schrotflinte erreichen kann. Ja gut. Das heißt, für die gibt es wahrscheinlich wirklich nur... Wobei, guck mal. Wenn ich mir das so angucke, könnte man da locker 8 Schuss draus machen. So, ich meine, da ist ja noch Platz zwischen den Patronen. Das wäre ja wahrscheinlich möglich. Na gut. So, passt. Ja, genau. Schwerer Schaft. Genau. Das ist schon richtig so. Automatisches Druckluftsystem. Jawohl. Ja, Nachtsicht-Zieloptik. Ja, du. Solange es nichts Besseres aus irgendeinem... Ich bin mir sicher. Also hier habe ich keinen Plan, was abgeht. Das ist blind, ne? Das habe ich ja auch schon gesagt. Ich habe euch gesagt, an welchem Punkt das blind ist tatsächlich. Hier. Hier ist blind. Aber der erste Bereich bis zu so einem gewissen Punkt war halt nicht blind. Und ich bin mir verdammt sicher, dass ich für die ein Vierfach hatte. Aber irgendwie klappt das nicht. Also ich verstehe es halt nicht. Ich habe ja auch so ein Vierfach-Ding für den Revolver. Aber aufs Scharfschützengewehr kann ich das nicht packen. Also das ist mir so... Ich verstehe es nicht. Also raff ich nicht. Weil ich meine, die Montageschiene da... Ich meine, die ist ja bei allem, die ist doch theoretisch dasselbe, oder? Also, würde ich jetzt von ausgehen. Jetzt bei der TH vielleicht nicht. Das weiß ich, wobei... Also, ich meine, unser Scharfschützenwert, das Ventil... Also, in 2033, das Light wurde es ja in der Metro gebaut. Hier steht es auch in der Beschreibung, ist Quatsch, weil wir sind 4000 Kilometer von der Metro entfernt. Ich glaube nicht, dass vor uns einer aus der Metro da war und hat den Scharfschützenwehr dabei. So viele und hat sich in der Gegend verteilt, weil ich dachte, ja, ist geil. Also ich meine, selbst wenn die Sachen so nachbauen, dann zum Beispiel bei der Bastard-Pistole. Ja, bei unserer guten alten Bastard. Dem alten Scheißding. Ich erinnere mich noch, Metro 2033, erster Schießstand mit dem Scheißteil, war gut. Dauerfeuer lief. Die ist ja so hochgradig anpassbar. Und auch die ganzen anderen Waffen so generell so. Wenn die Waffen nachbauen, werden die ja nach den Maßen gehen, dass die auch irgendwelche Sachen, die sie irgendwo in der Pampa finden, wenn die Stalker wieder an der Oberfläche sind, dass sie die da draufschrauben können. So. Wenn er sich jetzt sagt, okay, hier, guck mal, ich habe eine AK, ich hätte da gerne noch ein Visier für, konnte ich mir nicht mehr leisten oder gab's nicht, was weiß ich. Wenn ich da draußen jetzt was finde, dann packe ich mir das halt drauf. Gut, bei einer AK ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber jetzt bei so einer Ventil beispielsweise so, ja, was weiß ich, Ventil, so, geil, hast fett, achtfach Visier drauf, ist kaputt gegangen, weil bist vor Monster geflohen, bist über den Schutthaufen gehüpft, bist scheiße hingeflogen, bist es viel losgeworden, guckst durchs Visier, siehst, ja, scheiße, ist gesprungen, kacke, so. Dann geht er weiter, sieht da irgendwo eine AK liegen, denkt sich, geil, ist ein Vierfachvisier drauf, kann ich ein bisschen was mit anfangen. Dann nehme ich das ja von der AK runter und pack das auf das Scharfschützengewehr so. Da kann man ja nicht sagen, oh ja, hier, ich habe jetzt Vierfachvisier gefunden, aber das passt nicht drauf. Also das wäre ja dumm. Das wäre ja nicht nur, gut, ich meine, den Waffenhändlern ist es wahrscheinlich egal, wenn so ein Stalker an der Oberfläche dann feststellt, ja, scheiße, passt nicht. Hast halt verkackt so. Sondern geht ja vielleicht auch so die eigene Armee, in Anführungsstrichen, ne? Die eigene Armee damit auszurüsten oder so, so gerade jetzt beim Reich oder beim Kommunisten, auf der roten Linie so. Ich meine, die werden ja nicht die Waffen bauen und dann diese scheiß Visiere, gut, vielleicht ein paar, aber die werden sich ja nicht sagen, ja, wir haben hier zwar welche noch aus der Vorkriegszeit,
Aber wir packen auf unsere Scharfschützengewehre und generell die Waffen, die wir bauen, halt irgendwie andere Maße, dass wir die nicht benutzen können, weil. Ja, können wir ja selber herstellen, ist ja nicht so schlimm, kostet ja nichts. So, muss ja nur. Brauchst ja nur Linsen, die du schleifen musst und generell erstmal das Glas dafür. Und dann brauchst du halt da drumrum und dass du vielleicht noch die Zoomstufen wechseln kannst, hier so zwei Schrauben, so eine links, eine oben, weißt du? Das wäre ja Schwachsinn, also. Ja, weiß ich nicht. Also das verstehe ich halt irgendwie nicht. Tut mir leid. Jetzt quatsche ich hier die ganze Zeit, aber das beschäftigt mich. Also, beschäftigt mich komisch, aber. Das sind so Sachen, wo ich mir so denke, so, wenn ich so ein Visier finde, dann kann ich das doch auf alles packen, oder nicht? Also, naja. So, da muss ich mal ganz kurz einen Schluck trinken, es tut mir leid. Aber wenn wir viel quatschen, wirst du immer blöd. Und kriegst einen trockenen Mund. Ist eklig beim Sprechen. Ja, wir haben jetzt alles. Du, nächste Frage. Können wir überhaupt pennen? Artyom, danke, dass du nach den Jungs schaust. Ja, ich... Ich bin hier total machtlos und das tut weh. Ja. Stepan hatte schon immer Probleme mit Hitze. Was? Aber ohne Wasser... Er hat nichts gesagt, bis er zusammenbrach. Das ist halt ein Soldat. Aljoscha und Duke liegen auch flach. Sie brauchen nur etwas Wasser und ich kann ihnen gar nicht helfen. Klar, es ist für alle schwer, aber schon der Anblick tut weh. Alles geht nicht. Lass mir etwas einfallen. Ja, Artyom? Bitte. Ja, ich klaue so einen Tanklaster. Alles gut. Aber jetzt mal so ohne Witz, werf. Du bist nicht Stepan. Du bist du? Nee, also du bist, Tokarev? Aber das ist doch. Das ist doch auch nicht. Das ist doch auch nicht, Dings, Stepan. Hä? Du hast freie Hand. Unsere Situation ist kritisch. Ein paar Tage noch. Da können wir nicht einmal mehr eine Meute Wildhunde angreifen. Ja. Geschweige denn die Banditen. Ich kann hier nicht pennen? Das ist die schlimmste Operationsbasis, die ich kenne. Dass man da nicht mal pennen kann. Was ist das denn? Und wenn da nicht irgendwann die Batterie ausgeht, weiß ich auch nicht. Scheiße, ey. 1.15 Uhr morgens. Ja, komm, gosch mal da wieder hin. Ich gosch jetzt hier zum Leuchtturm und dann gibt's aufs Maul. Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden. Alter. Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden. Halt den Mund. Wir müssen hier unter Erwachsenen sprechen, meine Herren. Also scheucht eure Primitiven von den Funkgeräten weg. Jetzt kommt's. Erledigt? Gut. Klar. Ich habe gehört, dass Muschel den Leuten gesagt hat, ich hätte Schweiß sie nicht verbrennen sollen. Und dass Schweiß hier ein guter Mann war. Dass ich wegen einer dummen Scheiße, die wir uns für die Primitiven ausgedacht haben, überreagiert habe. Wen interessiert, ob er betrunken war und in Sichtweite der Sklaven in die heilige Flamme gepinkelt hat? Naja, oh, shit, ich habe Muschel jedenfalls gerade erledigt. Da kann man nichts machen. Jene von euch, denen er was schuldet, wird von seiner Frau entlohnt. Sie ist es wert. Um also weitere Vorfälle wie diesen zu vermeiden, muss ich euch jetzt etwas sagen, insbesondere den Neuen unter euch. Oh Gott. Sagt mir, warum gehorchen die Primitiven uns? Weil sie uns fürchten? Teilweise schon. Aber Furcht vor Menschen ist nicht absolut. So. Wenn das Leben so beschissen ist, dass man nichts zu verlieren hat, dann kommen einem rebellische Gedanken. Selbst wenn man zu den einfachsten Primitiven gehört. Und können wir das zulassen, meine Herren? Nein, das können wir nicht. Genau deshalb brauchen die Primitiven ihren Glauben. Ach so. Den Glauben an hohe Mächte, die eine Welt schaffen, wie wir sie brauchen. Mit Meister und Sklave. Ja. Nicht ein Mensch mit Waffe, sondern die Wüste. Schön, das Universum selbst hat diese Weltordnung geschaffen. Eine Macht, die von Waffen und nur von Waffen gestützt wird. Endet unausweichlich durch Waffen. Aber eine Macht, die von Waffen und Glauben gestützt wird, ist ewig.
müsst ihr immer denken, meine Herren. Deshalb sage ich immer, wenn ihr einen Sklaven seht, der die heilige Flamme nicht anbetet, tötet ihn. Das ist zwar ein Verlust, aber es wird sich zweifellos auszahlen. Ja. Denkt daran, dass die heilige Flamme dies so will. Dass das Universum es so will. Und ich möchte sicherstellen, dass es diesbezüglich keine Missverständnisse mehr gibt. Weitermachen, Leute. Der Baron hat gesprochen. Der ist ja noch schlimmer als hier dieser... Ich komm nicht auf den Namen. Weißt du, denkst du, du bist den Affen da los, hier von der ersten Insel mit seinen komischen Elektrodämonen und dem großen Fisch da, dem Kackvieh? Da kommst du hier zu so, Alter, kommst du zu Kannibalen zwischendrin, da kommst du hier zu so einem Affen. Alter, das wird ja mal schlimmer. Denkst du, du bist einen Affen los, kommt der nächste und der noch schlimmer. Das ist noch ein größerer Gorilla. Nein. Oh, warte. Da waren noch irgendwelche, die mir den Weg abschneiden wollten, ne? Da war da was. Ich erinnere mich doch da an was. Ach, da drüben. So, Jungs, passt auf. Wir machen das ganz einfach. Die Karte einfach so. Na gut. Hallo, meine lieben Patex-Freunde. Na, wie ist es? Das war wirklich alles Krach, ne? Besser, du stirbst, ha? Hältst davon? Das gibt's doch gar nicht. Ich den auch, oder wie ist das? Was war das denn? Meine. Das ist wieder unser Freund. Freund aus der Lüfte. Ist aus, als ob da einer steht. Hier, das da. Da, das komische Ding da. Sieht aus, als ob da einer steht. Das ist echt, ist gemein. Bisschen. So, was machst du da jetzt? Boah, Alter. Er hat gesessen. Gefällt mir. So. Ach, guck mal, da drüben. Ah ja. Aha. Oh, Alter, man sieht nichts, ey. Meine Güte. Sogar der Mond blendet. Mann. Kacke. Moin Jungs. Geht hier was? Auf dem Schiff. Weiß ich nicht. Gucken. Jungs. Hallo. Wie weit geht, frage ich. Na, guck mal einer, schau. Zepp, zepp. Danke. Gut, ich habe aber keine Werkbank. Ich habe ja so einen Schlafpunkt. Nicht schlecht. Kann ich mit leben? Eine Werkbank dazu wäre eigentlich geil, ne? Aber ich merke schon, das teilt sich irgendwie so ein bisschen auf. Man muss dann wahrscheinlich wirklich gucken, muss ich schlafen? Also ist mir gerade eher Richtung Schlafen oder muss ich wirklich die Waffe tauschen? Weil halt sonst, ja, ne? Wenn man dann halt gucken muss, wo man hin muss. Warum hängt denn hier mal diese Scheiße? Wenn man dann echt gucken muss, wo man jetzt hingeht. Okay, cool. Ah, diese Ölfelder, ne? Krass. Ah, hier hatte doch irgendjemand gerufen... Von wegen aufhalten oder sowas, ne? Da war da was. Aber wer weiß, wo die hin sind. Keine Ahnung. Bis ich. Vielleicht haben sich da unsere Patex-Freunde schon drum gekümmert. Das weiß man ja nie. Ne?
So, die leuchtet doch total hell. Das ist ein Traum. Vorne wieder so ein komisches Ding. Na gut. Ja. Ach du Scheiße. Ihr seht schon, ey. Da ist ein Dämon. Schnauze! Blöde Mistschlange. Ja. Ist weit bis zum Leuchtturm. Geht, müssen wir mal in die Richtung. Ach, guck mal, da hinten ist was. Ah ja. Da. Das war genau, was ich wollte. Sieht aus der Distanz nicht aus, als wäre da jemand, aber wir gehen nachgucken. Und selbst wenn das Sklaven sind, die werden befreit. Weil man ja sagen muss, es ist ja nicht gesagt, dass die dann wirklich überlebensfähig sind, ne? Ah, Junge, ey, das waren 50 Meter bis zu der Karre. Jetzt reiß ich am Riemen. Was soll das denn? Meine Güte. Da bin ja ich sportlicher. Was soll das heißen? Fällt. Ja, wir fahren zu spät. Scheiß der Antwort. What the fuck bist du? Ja, ohne Witz, was ist das? Ist das einfach ein Steinhaufen? Das ist einfach ein Steinhaufen. Aber es sieht cool aus. Also, das ist das falsche Wort, aber ihr wisst, wie ich es meine. Interessant. Sehr interessant. Ist ja interessant. Künstlerisch sehr wertvoll. Das sind keine echten Knochen, keine Sorge. Das ist Kunst. Also, Kunstknochen. Oh, ups. Heißt die Schlange überfahren? Ist durchaus möglich, ne? Hey, cool. Mensch, da war zwar der Schwarm hier. Ich bin tatsächlich über die Schlange drüber gefahren. Cool, ja gut. Ein Scheiß hier weniger aus einem Anfall. So, was geht denn hier jetzt? Was ist das denn? Naja, lohnt sich nur so mehr oder weniger, ne? Ich probier's mal. Toll. Genau so war das geplant. Sorry, ich sehe damit nix, ey. Ist nicht dunkel genug dafür. Ist zum Kotzen. Aber es ist nicht dunkel genug für Nacht- und Nachtsichtgerät. Um 3 Uhr morgens, Alter. So bekloppt ist das doch. Ich meine, oben ist Licht. Bei unserer Karre ist auch Licht an, aber... Das heißt doch eigentlich, rein theoretisch, nur eine Hypothese, nur eine Vermutung, wie auch immer, dass hier was ist. Aber, ja, da kann man sich nicht so sicher sein. Wir gehen mal gucken. Diese Dreckdinger, Alter. Ja, hier schön mit Sonnenschirm, falls mal warm ist. Okay. Das ist eine Taschenlampe. Und die gehört zu jemandem. Das finde ich gut. Pass auf. Mann, das ist so. Warte, du hast doch auch Nachtsicht, ne? Gott, Alter. Hat gesessen. Hat keiner mitbekommen. Schön. Da ist niemand. Was soll ich bloß hier? Würden die Primitiven ihren eigenen Leuten helfen? Idioten. Ja,
Na gut, ganz ehrlich, ich packe jetzt die Schrotflinte aus. Nur für den Fall. Ah ja, guck. Aus. Mensch, Leute, Brandgefahr. Denkt doch mal an die Umwelt. Scheiße, die sind da oben, oder? Jo, die sind da oben. Okay. Okay. Die bringen Kampfköter mit. Ja, leck mir am Sack, ey. Geht doch relativ fix mit dem Druck wieder aufpumpen. Scheiße. Der war voll daneben gesammelt. Ich hab ihn aber nicht richtig gesehen, leider. Alter, ey, man sieht nix. Crap! Deine Mutter! Halt's Maul! Krieg zurück, wo du herkommst. Affe. Wollt das Segum benutzen? Dein Ernst? Hallo! Ich den? Jo. In der Tat. Alpecin für erbestimmten Hausfall, falls ihr das nicht wusstet. Entschuldigung. Alle habt ihr es bald. Schrot raus. Krieg ich eine Ladung. So, warte. Du kassierst so, mein Freund. Das war ineffizient wie Scheiße, aber macht nichts. Also, wie viele sind das denn? Da oben. Leck mich doch am Sack. Was ist denn los? In russischen Landen. Meine Herren, ey. Boah, hab ich hier weggeknallt. Heilige Scheiße. Aber die Muni nehme ich. Eine Arschot. Schön. Das ist ja herzallerliebst. Du lässt mir ja richtig gute Sachen da, ey, Oma. Boah, hallo, kletter hier hoch. Ist doch kein Anstieg. Okay, da geht's nein. Hey, Junge! Was war das denn, ey?
Hör auf. Hör auf. Danke. Danke. Hab ich von dir das Zeug schon genommen? Nee, gell? Es tut mir... Um die Hunde tut es mir ehrlich gesagt leid. Also, okay. Der Rest jetzt nicht so. Also, ich meine, die können von mir aus verrecken, wie sie wollen. Da habe ich kein Problem mit. Die knalle ich nieder, ohne mit der Wimper zu zucken, ganz ehrlich. Aber. Wunder. Gut, auf der anderen Seite, wir haben gemerkt, die beißen ganz schön. Okay, wie komme ich da hoch? Von der anderen Seite? Geht's von hier darüber? Nee. Wie komme ich da zu dem Schiff, wo der Scharfschütze drauf saß? Ich hier springe wahrscheinlich nicht, ne? Ah, doch. Geh an. Danke. Danke. Hä? Hast du nicht der Scharfschütze? Du hast nur ein Sturmgewehr? Ich fühl mich verarscht. Dafür bin ich jetzt hier rüber gesprungen, waghalsig. Mit dem Risiko, dass ich mir alles breche. Ist ja kacke. Ah, warte. Heieiei. Das hat gerumst, hör mal. Das gab Risch aufs Maul. Oh, den Laser packe ich da dran, das ist gar kein Problem. Jo, alles. Alles nachgeladen? Jetzt ja. Naja, dann gehen wir mal gucken, was hier so abgeht. Oh, Safati ist ja. Greift ja an. Fick dich ins Knie. Boah, leck mich am Sack, Mann. Keine Miene geht's mehr. Holy shit. Ja, oh, der hab ich den Kopf zerrissen, ey. Hör mal. Oh, Alter, hab ich mich erschrocken. Ach, du Kacke, ey. Hör auf. Diese Kack-Schlangen, ich wollte gerade Spinnen sagen, so Quatsch. Ey. Beißt mich das Arschloch. Klob ich ja, ey. Klob ich ja. Hör auf. Oh, nee. Na gut, alles klar. So, dann gehen wir mal hier hoch. Huh! Das weiß ich. Ohne Witz, ey, mach doch keine Scheiße. Hä? Warum löst sich... Ach, guck mal. Ja, geil, Alter. Schön. Oh, cool. Haben wir hier. Ja, das Büchlein. Arschott. Das wird kein... Werkbank. Wir müssen auch die Notizen mal lesen. Glaube ich. Boah, Alter, ihr leckt mir am Sack. Extra der Taschenlampe. Diese normale Glühbirne ist hier durch eine Halogenlampe ersetzt. Der große Vorteil liegt in einem sehr hellen Lichtstrahl, während gleichzeitig auch mehr Strom verbraucht wird. Akkus halten länger. Extra helle Lampe. Ja, ganz ehrlich, pack mal drauf. Panzerglas. Das Design der Sichtgläser sorgt für mehr Widerstandskraft. Sie sind weniger zerbrechlich. Ja, geil. Oder? Körperschutz. Wobei, das bringt mir halt, dass ich die nicht so oft reparieren muss. Auf der anderen Seite bin ich mit der ja eigentlich... Ich war mit der ja noch nicht im Gefecht so richtig. Also noch nie, ist Quatsch. Die hat schon den einen oder anderen Schaden mal mitgenommen. Aber ich meine... Ja, also jetzt wo ich jetzt sage, Alter, die haben mir jetzt das Ding zerschossen in irgendeiner Zone, wo ich sie gebraucht hätte. Und dann war sie halt hin und dann hatte ich halt echt so Arsch auf Grundeis. Was hier los war, ey, hör auf. Das hat geschallert, ey. hier wächst kein Gras mehr die nächsten Jahre. Also sowieso nicht, aber ihr wisst, wie ich es meine. Boah, hör auf. Da können wir uns erstmal eine Ruhepause. Haben wir was zu trinken dabei?
Hauptsache unsere Feldflasche ist voll, weißt du? Hälfte der Truppe liegt da. Ah, lecker. Mensch, so richtig schönes, abgestandenes, brühwarmes Wasser. Geil. Mal mir kleine Nudeln drin. Wenn ich welche finde. Die Hälfte der Truppe liegt da, hat kein Wasser mehr. Ist da am Verdursten halt. Wir müssen da jetzt so einen Dunker klauen mit Wasser. Aber unsere Feldflasche ist voll. Ist das nicht schön? Komm, ich hau mich aufs Ohr. Und dann geht's weiter.